Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Unignorierbar. Und es ist eine Premiere und auch eine Finiere. Es ist die letzte Folge mit Lilly, direkt aus dem Park. Entschuldigt mal wieder die Soundqualität, aber ist ja unser Markenzeichen. Ja, wir machen das letzte Mal zusammen Podcast, aber dafür wird das ein ganz toller, ne? Auf jeden Fall. Es ist vor allem, mir ist auch in der Vorbesprechung eben aufgefallen, es ist jetzt genau ein Jahr, dass wir das gemacht haben. Wir haben die erste Folge letztes Jahr im August aufgenommen und jetzt nehmen wir die letzte Folge im August auf. Oh, cute! Ja, das ist auch, ist sehr schön. Wie immer, war ja ein schönes Jahr, aber es ist auch ein neuer Anfang. Das heißt, ihr werdet dann demnächst Podcast mit verschiedenen Leuten und vielleicht auch irgendwem, der längerfristig dabei ist, hören. Aber gut, was haben wir denn für Themen? Also das aktuellste Thema ist natürlich die Verurteilung von Anton gestern. Ich finde, mit der können wir anfangen, weil die hängt mir am allermeisten im Kopf. Genau, mir auch. Ich habe gerade ein bitterböses Video darüber gemacht. Da habe ich einfach zusammengetragen, wie so die Strafen sind. Schätz mal, was gibt's denn für eine Strafe, wenn du besoffen einen Vierjährigen tot fährst? Ich würde sagen, irgendwas zwischen 8 Monaten und 2 Jahren. Auf was? Oder Bewährung oder Knast? Ich weiß nicht, kriegt man für fahrlässige Tötung noch manchmal Bewährungsstrafen? Ich dachte schon, dass man dafür eigentlich immer nicht auf Bewährung kriegt. Nein, man kriegt Bewährung. Und zwar, du warst relativ nah dran. Es war, glaube ich, 10 Monate. Oder ein Jahr und 2 Monate Bewährung. Und noch viel besser, wenn du einen mit 200, glaube ich, an der Bushalte irgendwo falsch rumgehst, ihr seht es in meinem Video, was ich gemacht habe, und nochmal eine Familie tot fährst und 2 Kinder, dann kriegst du auch nur, ich glaube, 15 Monate auf Bewährung oder so, 3 Monate Fahrverbot nur und einen Schaden von 40 Tagessätzen. Kommt dir 40 Tagessätze irgendwie bekannt vor? Ja, das ist so ungefähr das Mittelmaß, was man in Berlin für eine Blockade kriegt. Genau. Und die Tagessätze bei diesem Herrn, der das gemacht hat, waren 5 Euro. Das heißt 200 Euro, so viel kostet der Außenspiegel, der vielleicht kaputt gegangen ist. 3 Leute tot. Und jetzt zum Vergleich dazu Anton oder wie er in der Presse heißt, Winfried. Was hat denn der so gemacht? Wie viele Leute hat der denn getötet? Tja, also ich würde sagen, viele Leute verärgert, aber definitiv niemanden getötet. Oh, bist du ganz sicher? Schon, ja, doch. Oh, na das ist ja krass. Ja gut, okay. Und was hat er bekommen für diese Blockade? Ja, Anton hat tatsächlich 1 Jahr und 10 Monate Haft ohne Bewährung bekommen oder ohne die Möglichkeit, das auf Bewährung auszusetzen. Und das ist bisher die höchste Strafe, die im Zuge von Protesten der letzten Generation, aber halt interessanterweise, also auf jeden Fall der letzten Generation verhängt wurde, aber insgesamt halt auch für, also die höchste Strafe, die seit langem in Deutschland für Klimaprotest und vor allem Sitzblockaden verhängt wurde. Also das ist einfach so über dem, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten gang und gäbe war. Genau, und wir sind ja ein Lifestyle-Podcast, ne? Waren wir immer, wir haben ja Tipps für unsere Mitbürger, für unsere Hörer und so. Wenn ihr mal wen umbringen wollt, dann nehmt einfach ein Auto und sauft am besten nochmal. Und dann müsst ihr auch gar nicht in den Knast. Aber auf keinen Fall setzt euch auf irgendwelche Straßen, weil, wie Berliner Gerichte das sehen, ist das schlimmer als Kinder oder Mütter oder sonst wen tot zu fahren. Das ist echt absurd. Ne? Ich wollte ja gerne das Zitat vorlesen, das Antons Anwalt dazu geschrieben hat. Ja? Hallo? Hallo, hörst du mich? Ja, hallo? Shit, ich kann doch nicht aus der App rausgehen. Nee, kannst du nicht. Okay. Ja gut, wir sind ja auch der gläserne Podcast, da geht das auch. Also, welches Zitat? Da muss es aus dem Kopf zusammenfassen. Nee, das kann ich leider wirklich nicht. Ich glaube, ich kann so ungefähr, das zeigt halt, dass die deutschen Gerichte die Klimakatastrophe einfach noch nicht ernst nehmen. Und ich finde, das ist noch viel zu kurz gegriffen. Ich finde, die deutschen Gerichte nehmen auch Demokratie nicht ernst und Menschenrechte. Ja, also ich tatsächlich in dem Zitat, was eben auch er in Interviews der Presse gegenüber genannt hat, das findet sich auch man findet ihn da auch zitiert, Lukas Theune hat das vertreten,
Lukas Theune ist nicht irgendein Anwalt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele inzwischen Lukas Theune kennen. Lukas Theune ist der Head of Präsident, mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein, der Geschäftsführer. CEO. Der CEO des republikanischen Anwälte und Anwältinnenvereins. Also dem von Trump und den US-Republikanern? Nee, sondern eher ein Zusammenschluss von einfach, von den Interessen und ein Austauschraum von eben diversesten hunderten AnwältInnen in Deutschland. Jetzt auch ohne irgendwie Schwerpunkt, ne? Also es gibt ja im Strafrecht Anwälte, die sich irgendwie eher auf Menschenrechte spezialisieren, auf, keine Ahnung, kleinere Delikte etc. Das ist einfach ein Zusammenschluss von AnwältInnen, Punkt. Erstmal. Genau, ich kenne die ja natürlich, ich habe die auf Twitter gesehen und immer wenn die was raushauen, ist das so richtig gut. So ähnlich wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte so in den USA. Genau. Und das Zitat, mit dem er in der Presse zitiert wurde, ging tatsächlich auch noch eher gar nicht in die Richtung irgendwie ja Klima und Hintergründe und Fernziele und so, sondern viel eher in die Richtung, dass hier einfach keine Abwägung von sozusagen Rechten getroffen wurde, weil also in den Verfahren kommt es ja immer am Ende auf die Abwägung an zwischen der sozusagen der individuellen Bewegungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit. Ja. Bisschen vereinfacht gesagt. Und dass in diesem Fall einfach keine adäquate Abwägung zwischen diesen Grundrechten getroffen wurde, sondern das sogenannte Feindstrafrecht angesetzt oder angewendet wurde. Oh, klingt nach Nazis. Ja. Also, dass im Prinzip eine klare Vorverurteilung stattgefunden hat und überhaupt nicht auf einer abwägenden Basis geurteilt wurde, sondern auf der sozusagen der Vorannahme, hier wird ein Feind des Systems verurteilt. Ja, aber ganz ehrlich, genauso klingt es ja halt auch, da wird auch hundertprozentig in Revision gegangen werden, das kommt doch so nicht durch, oder? Mir wirkt das eher so, als ist das so relativ, ohne jetzt verschwörungstheoretisch zu sein, von oben angesagt, von wegen, lass uns den mal einen vor den Bug schießen, weil man sieht ja, ganz viele andere Gerichte sprechen gerade Leute von Blockaden frei, in Köln, in Rostock, in sonst was. Und wahrscheinlich hat sich irgendwer gedacht, das kann ja so nicht weitergehen. Ja, das ist halt das Krasse, ne? Also, dass am gleichen Tag, das ist wie gesagt gestern passiert, Ende August, und am gleichen Tag wurden in Rostock 5 Menschen freigesprochen dafür, dass sie Straßenblockaden gemacht haben. Ja. Unter eben genau jener Abwägung, dass es sozusagen eine sozial verträgliche, dass die Abwägung ergeben hat, dass es eine sozial verträgliche Erscheinung und Nebenfolge von dieser Form von Protest und Versammlung ist, dass eben Menschen für einige Zeit im Stau stehen. Ja. Man kann in diese Abwägung natürlich mit einnehmen, dass es bei den Menschen in Rostock um eine Straßenblockade ging, bei Anton ja um deutlich mehr. Mhm. Das heißt, da kann man dann schon drüber diskutieren, ob da dann vielleicht ein Freispruch aus der Sichtweise nicht angemessen wäre. Aber es ist natürlich ein weiter Weg zwischen kein Freispruch und 1 Jahr und 10 Monaten Haft. Auf jeden Fall, ohne Bewährung nochmal, ne? Also das muss man sich einfach auf der Zunge vergehen. Und ich hoffe halt, dass das Leute genauso wütend macht wie ich, also wie mich jetzt hier oder dich wahrscheinlich auch, ne? Also das, ich halte die Wut da auch wirklich für angemessen. Es kann nicht sein, dass Leute andere töten mit dem Auto und einfach gar nichts passiert. Die einfach weiter so sein können, die 200 Euro zahlen müssen und das ist okay. Und wenn sich wieder auf eine Straße setzt, muss er fast 2 Jahre in den Knast. Das leuchtet doch keinem ein. Voll. Und ja, du hast natürlich recht, also Anton wird, legt Rechtsmittel ein mit seinem Rechtsbeistand zusammen. Ob das dann in Form von einer Berufung oder von einer Sprungrevision stattfindet, wird sich zeigen. Dazu hat man ja 1 Monat Zeit sozusagen, sich zu entscheiden. Ja. Ja, und ich meine, man sieht es gerade jetzt auch, letzte Woche wurde ein Urteil aus Berlin verhandelt von Caroline. Caroline wurde 2023 zu einer 8-monatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Das war damals die höchste bis dato vergebene Strafe. Ja. Für tatsächlich auch nur, ich glaube, 1 oder maximal 2, 3 Straßenblockaden. Mhm. Und jetzt wurde eben 1 Jahr später knapp die Berufung am Landgericht Berlin verhandelt und auch da ist rausgekommen, dass das runtergesetzt wurde auf, ich glaube, auch irgendwas um die 50 Tagessätze, ne? Ja, okay. Also im Klartext so ungefähr die Mitte, was man so kriegt. Weißt du, was ich mich da frage? Wer sind diese RichterInnen und so weiter, die solche Urteile in der ersten Instanz raushauen? Gibt es da irgendwie ein Register, wo man nachverfolgt wird, was für Urteile gesprochen werden? Es gibt ja wirklich Richter, die sind ja wie dieser Kakerlakenrichter, einfach befangen und weird und AfD und was weiß ich. Kann man das irgendwo nachsehen oder können die einfach freidrehen?
Naja, das kann man natürlich nicht offiziell irgendwo nachlesen. Also die Organisationen, wie beispielsweise eben der RATS, aber es gibt ja auch noch andere. RATS! Aber es gibt ja auch noch andere, die sich eben die Rechtsunterstützung machen für andere Personengruppen, also die Flüchtlingsräte beispielsweise aus den Ländern und so weiter. Die tracken das natürlich schon. Also wir vom RATS haben natürlich auch so bei vielen RichterInnen, die auch viel verhandeln, zum Beispiel so eine grobe Einschätzung, wer die sind, wie die so in der Vergangenheit geurteilt haben. Geil, ihr habt aber Dossiers. Sehr schön. Wie die Stasi. Finde ich gut. Naja, es ist ja schon auch immer gut, überlegen zu können im Vornherein, ob es zum Beispiel in einem Fall von vielleicht einem besonders hart urteilenden Richter sinnvoll sein kann, einen Rechtsbeistand dazu zu holen, wenn die Person sich normalerweise zum Beispiel eigentlich eher selber verteidigt, um eben direkt so ein bisschen geschützter zu sein vor wirklich unangenehmen Situationen. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich fand es ganz, ganz bezeichnend. Ronja hat sich vor einiger Zeit, letzte Woche auch zum Beispiel selber verteidigt, hat das auf Instagram eben viel geteilt in so kurzen Videos und Stories, wie das abgelaufen ist. Und hat eben auch erzählt, es war wirklich eine einzige Parodie dieses Gerichtsverfahren. Sie hat sich selber verteidigt, ist entsprechend in den Gerichtssaal gekommen, hat sich hingesetzt, hat ihren Laptop aufgeklappt und musste sich erstmal fast schon eine entgeisterte Belehrung anhören, wie sie sich denn erlauben könnte, ihren Laptop als Angeklagte mit in den Gerichtssaal zu nehmen. Hat dann erklärt, naja, ich verteidige mich selber hier drauf, ist meine gesamte Verteidigung, mein Plädoyer, meine Zeugenbefragungsvorbereitung etc. Mit ganz viel Not und Mühe hat sich dann die richtende Person, ich weiß nicht, ob es ein Richter oder eine Richterin war, dazu breitschlagen lassen, dass sie eine halbe Stunde Pause machen, damit Ronja halt ihre Sachen ausdrucken gehen kann, schräg gegenüber einem Copyshop, um dann wieder reinzukommen, sich hinzusetzen mit ihren Zetteln, ihre Wasserflasche rauszuholen, um noch einmal die Stimme zu ölen, um sich dann die nächste oberlehrerhafte Tirade anhören zu dürfen, wie sie sich denn erlauben könnte, in einem Gerichtssaal zu trinken. Das wäre hier keine Schulhofpause, sondern ein bedeutungsschwangeres Gebäude. Boah, also ich bin ja ein Freund von gewaltlos und auch gewaltlose Sprache und so weiter, aber das sage ich jetzt nicht irgendwie als LGler oder sonst was, sondern ganz persönlich, die richtende Person da ist hochverehrt ein Arschloch. Ja, das kann man schon wirklich so sagen. Und deswegen, also genau weil wir eben solch krasse Diskrepanzen haben zwischen Freisprüchen und Haftstrafen, wurde ja tatsächlich vor 2 Wochen auch die erste Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ja! Zu dem Thema. Sehr gut. Genau, habe ich so vorbeiziehen sehen. Genau, was ist das? Also, grob erklärt, ist es so, dass man in Deutschland, wenn man vor Gericht steht, ja einen Weg durch die Instanzen hat. Also man fängt normalerweise vor den Amtsgerichten an. Bei kleineren Delikten wird verhandelt, verurteilt, wie auch immer. Und wenn man eben das Gefühl hat, dass dieses Urteil nicht gerechtfertigt ist, dass da nochmal eine weitere Instanz drauf gucken muss, eine andere Person, dann kann man eben Berufung einlegen. Im Normalfall legt man erstmal Berufung ein und dann findet das ganze Verfahren eben nochmal am Landgericht statt im Normalfall. Und wenn man das Gefühl hat, auch im Landgericht wurde man nicht rechtens behandelt, dann kann man Revision einlegen und dann landet das Ganze normalerweise entweder beim Bundesgerichtshof eben, ganz selten zum Beispiel auch in Karlsruhe. Oder wenn, noch mal so ein bisschen, wenn das nicht klappt beim jüngsten Gericht. Wenn das nicht klappt beim jüngsten Gericht. Nee, aber also ne, da gibt's so die klassischen Wege eben, die, das ist ja auch ein gutes Vorgehen, Menschen sozusagen in Deutschland garantieren sollen, in der Idee, dass eben RichterInnen natürlich nicht 100% neutral sind, sein können, vielleicht Fehler machen und man deswegen eben immer die Möglichkeit haben soll, sich diese Gerichtsurteile bestätigen oder eben auch revidieren zu lassen. Okay, und wieso jetzt die Verfassungsbeschwerde? Genau, und jetzt fährt ein Krankenwagen vorbei. Das ist okay. Wahrscheinlich ist er von den bösen Klimaklebern blockiert worden. Ach nein, die haben ja immer eine Rettungsgasse.
das wüsste ich auch, wenn hier heute irgendwas wäre. Hier wird da nicht mehr geklebt. Ah ja, stimmt. Okay, also, wieso ist diese Beschwerde? Genau, und wenn dieser Weg eben ausgeschöpft ist und man trotzdem noch das Gefühl hat, dass da was nicht stimmt, dass das für einen selber noch nicht abgehakt ist, bisschen blöd gesagt, dann ist eben sozusagen die letzte Option, die man in Deutschland hat, Verfassungsbeschwerde einzureichen. Und eine Verfassungsbeschwerde landet dann eben beim Verfassungsgericht in Karlsruhe. Mhm. Und eine Verfassungsbeschwerde rügt immer die Verletzung von Grundrechten. Also ja. Wenn man Verfassungsbeschwerde einlegt, dann geht es nicht mehr darum, ob der, keine Ahnung, Diebstahl von einem Lippenstift jetzt vielleicht gerechtfertigt war, nicht gerechtfertigt war, 20 oder 30 Tagessätze bringen sollte etc., sondern bei Verfassungsbeschwerden, die reicht man ein, wenn man sagt, ich wurde hier durch dieses Urteil, durch folgende Verurteilung oder wegen was auch immer, in meinen Grundrechten verletzt. Zum Beispiel, wenn man durch friedlichen zivilen Widerstand in den Knast kommt? Ja, wobei das eben, also Verfassungsbeschwerden sind wahnsinnig ausführlich. Es lässt sich nicht ganz so vereinfacht sagen. In der Verfassungsbeschwerde, die Irma jetzt eingelegt hat oder eingereicht hat, gemeinsam übrigens auch mit Lukas Theune. Irma aus Leipzig, oder? Ja, Irma, die diesen Podcast mitgemacht hat. Ach krass, na, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja super, toll, wow. Thumbs up, ja. Hammer. Seht ihr, der Unignorierbar-Podcast geht vor das Verfassungsgericht. Unignorierbar goes Verfassungsbeschwerde. Ja, also krass. Wir haben auch ein... Das wird der Titel der Folge. Gerne. Wir haben auch ein Erklärvideo aufgenommen, Irma und ich. Irma als Klageführerin und ich eben als sozusagen Repräsentantin vom Rat. Geil, schick das rüber, das ballern wir sofort auf den Kanal. Hammer. Ich wusste das natürlich, ich tue jetzt nur so überrascht. Schicken wir rüber. Gibt's auch schon auf dem Insta-Account von der letzten Generation und auch geil. Vom Rat. Und wir können es auch nochmal bei dir hochladen natürlich. Geil. Ja. Und in Irmas Fall geht es jetzt eben vor allem um Fragen der Versammlungsfreiheit, dass eben sozusagen die Versammlungsfreiheit in ihrem Fall eingeschränkt wurde, aber auch um Fragen, also sie wurde für Straßenblockaden verurteilt, das ist sozusagen die Verfahren, mit denen es jetzt vor das Bundesverfassungsgericht geht, aber eben auch um sowas wie die Abwägung der Gewalt, Frage oder der Passivität bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte beim Ankleben und so weiter. Mhm. Ja, extrem aufregend. Wann kriegen wir Resultate? Wann kriegen wir was? Resultate. Das dauert wahrscheinlich tatsächlich extrem lang. Also Scheiße. Es dauert normalerweise wohl einige Monate, bis das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ob es die Verfassungsbeschwerde annimmt oder ablehnt. Das ist schon mal, ich sag mal, eine große Hürde, weil wahnsinnig viele Verfassungsbeschwerden dort eingereicht werden, von denen aber wirklich nur ein sehr geringer Prozentsatz sozusagen zur Entscheidung überhaupt angenommen werden. Viele scheiden da aber auch schon aus, weil einfach sie Formalia nicht erfüllen. Ja. Es ist eben nicht so einfach, mal eben eine Verfassungsbeschwerde einzureichen. Das ist unglaublich viel Arbeit und auch an dieser Verfassungsbeschwerde haben eben jetzt über wirklich Wochen diverse RechtsexpertInnen mitgearbeitet. Okay, aber gehen wir davon aus, die wird angenommen. Wann wird dann entschieden? Wie lange dauert sowas? Das dauert Jahre. Ach, Entscheidungen, die vom Bundesverfassungsgericht angenommen werden, dauern im Regelfall eben wirklich eher Jahre als Monate, bis die in Anführungszeichen verhandelt werden. Ja. Wobei es eben beim Bundesverfassungsgericht nicht ist, wie man das von so Amtsgerichten oder so kennt, dass da dann man schön im Gerichtssaal sitzt für ein paar Stunden und hin und her redet, sondern ab dem Punkt wird sowas eben schriftlich gemacht. Okay. Beziehungsweise die VerfassungsrichterInnen beschäftigen sich da mit tausenden Seiten an Akten und Papieren und Gesetzen und schlag mich tot und treffen auf der Grundlage dann eine Entscheidung. Und normalerweise ist dann gerade bei bedeutungsschwereren Verhandlungen eben nur sowas wie die Verkündung oder Begründung öffentlich. Krass. Okay, aber trotzdem finde ich krass gut. Guck mal, dann hast du doch eine schöne Entschuldigung, dass du den Podcast nicht mehr mitmachen kannst. Das ist ja wirklich ein tolles Ding. Finde ich auch gut, auf allen Linien sozusagen den Klimakampf und den Demokratiekampf vorzuführen. Super, ganz tolle Sache. Wirklich 2 Daumen hoch. Nein, 3. 5. 3, 4, 5. So viele wie gehen. Vor allem auch wirklich, also warum eben wir, oder der Kontext, in dem man eben diese eingereichte Verfassungsbeschwerde jetzt auch sehen muss, ist, dass es eben
Also es ist tatsächlich eh nicht die erste, in Anführungszeichen, die eingereicht wurde. Es wurde schon eine Verfassungsbeschwerde mit dem Rats gemeinsam eingereicht, die allerdings sich sozusagen nicht auf Straßenblockaden konkret bezog, sondern darauf, dass einer Person, die für eine Straßenblockade angeklagt wurde, eine Pflichtverteidigung verweigert wurde. Ja, verstehe. Dafür haben wir tatsächlich schon mal eine eingereicht. Also wir ist eben, wie gesagt, auch immer so ein Ding, ne? Also die Klageführerin ist immer die betroffene Person und wir unterstützen sozusagen. Ja. Genau, und der Kontext, in dem man aber das eben sehen muss, ist, also wir haben eben die Situation wie gestern, dass Menschen für den gleichen Straftatbestand zu Haftstrafen verurteilt werden, zu Tagessätzen oder freigesprochen werden, weil eine so große Diskrepanz zwischen diesen Urteilen besteht, weil da ein so großer unsicherer Raum ist in dieser Rechtsprechung, der eben auch stark mit, wenn man ganz ehrlich ist, Abwägungen, im Zweifel auch politischen Präferenzen und so zu tun hat. Ja. Und das sind eben Fragen, die jetzt nach 2 Jahren nicht mehr in dieser Form alleine den AmtsrichterInnen überlassen sein sollten, sondern wo sich jetzt eben das Bundesverfassungsgericht mit beschäftigen muss und mal drauf gucken muss, in was für einem Raum bewegen wir uns ja eigentlich an Strafmaß, an Rechtfertigung, an Schutz von Protesträumen, weil letztlich ist es das, worum es ja in diesen ganzen Gerichtsverhandlungen über uns geht. Also sei es mal drum, ob vielleicht eine Person 10 Tagessätze mehr oder weniger kriegt, aber die Metaebene, auf der wir uns eben bewegen, jetzt in diesen ganzen Strafprozessen, ist der Schutz von Protesträumen. Wollen wir Protesträume in Deutschland schützen oder nicht? Genau, das ist ja wie, ich habe neulich so einen schönen bei so einem Café lag so ein schöner Prospekt, der einzige friedliche Staat je auf deutschem Boden, die DDR, und die hat es doch ganz toll gemacht, da gab es einfach gar keine Protesträume und das lief ja auch super, ne, bis 89, genau da müssen wir doch wieder hin. Oh mein Gott, wo lag das? Das lag hier, typisches Berliner Café. Wenn du in ein veganes Café gehst, liegt da halt so Betonkommunisten-Nummern aus. So, das ist immer, ich lese das immer gerne und freue mich dann immer, dass es echt noch Leute gibt, die Honecker abfeiern. Das ist irgendwie, da denke ich dann immer, ich bin im Multiverse falsch abgebogen irgendwo in der Parallelrealität. Aber dieser, genau, aber da war es ja auch so im Grunde genommen. Im Grunde genommen, sobald du halt keine Protestmöglichkeit mehr hast, wird ein Staat halt quasi diktatorisch, ne? Ist halt so. Macht korrumpiert total. Totale Macht korrumpiert total. Ja, also und eben gerade das, was wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und vor allem auch das Versammlungsgesetz, das sind Minderheitenrechte. Also das muss man sich eben auch immer wieder klar machen. Es geht eben diese Rechte und diese Räume, diese zivilgesellschaftlichen Räume sind dafür geschaffen, dass zum Beispiel eben auch Minderheiten die Möglichkeit haben, sich zu versammeln und ihre Stimme hören zu lassen. Ja. Und das ist natürlich das komplette Gegenteil von, ja, lass doch einfach jeglichen Protest hier dicht machen, weil da gibt's auch keine Probleme. Genau, das ist ja sowieso das Geilste, dass da versucht, also um jetzt nochmal auf die noch Meta-Ebene runterzukommen, wir reden ja jetzt viel hier über Gefängnisse und sonst was und lalala und die Meta-Ebene ist ja, dass das einfach der verzweifelte Versuch des Systems ist, diese Klimakatastrophe wegzuignorieren, und das klappt halt einfach nicht, wenn du so Leute wie Anton hast. Es war ja auch ein Ding, da wurde ja irgendwie ihm so ein bisschen angeboten, dass er irgendwie sagt, das war alles falsch und scheiße und sonst was, und das macht er aber einfach nicht, weil es ja auch nicht wahr ist. Ist genau das Richtige gewesen, und das ist auch in Zukunft meiner Meinung nach. Und das System, ja, bestraft sozusagen jeden in dieser Feindjustiz, der das nicht der sich weigert anzuerkennen, dass der Klimawandel ja irgendwie schon weggehen wird. Wird er halt einfach nicht. Und ich will da nochmal den Schritt so ein bisschen nach vorne machen. Die letzte Generation hat ja nicht nur auf den Straßen jetzt zu tun, sondern auch in der Luft, ne? Oh ja. Genau. Und wir beide haben ja ein wunderbares... Leute fragen ja immer so, ja, was habt ihr denn erreicht? Was habt ihr erreicht? Und was jetzt erreicht wurde, ist, dass der Luftfahrverband mit der letzten Generation spricht. Immerhin mal abgesehen von dem ganzen Medienrummel, von international koordinierten Protesten, von der Tagesschau, von Wababa, wo Studien ja zeigen, dass alleine das Leute zu Klimaaktionen und zu positiven Einstellungen zu Klimawandelbekämpfen bringt. Aber du hast ja ein wunderbares Interview in der überhaupt nicht klimaleugnerischen Springer Zeitung Welt gelesen, ne? Korrekt. Korrekt. Wie war denn also dein Eindruck vom Chef dieses Luftfahrverbandes? Ich fand's richtig krass. Also ich habe es tatsächlich auch nur im Wartezimmer einer Arztpraxis überflogen heute Morgen. Ha, überflogen. Haha, unignorierbar, ja. Der Metapher-Podcast. Voll.
Voll, wir sind hier hochwertiger Journalismus. Auf jeden Nein, Fall. Zeit kann kacken gehen. ich fand es total abgefahren. Also zwei Sachen sind mir aus diesem Interview im Kopf geblieben. Einerseits, dass dieser Chef von diesem Luftfahrtverband gesagt hat, dass es ja, also es ging eben auch nur sehr am Rande um eben diese Flughafenproteste. Es ging vielmehr um insgesamt die Luftfahrt in Deutschland. Und er hat eben ja sehr stark kritisiert, dass Deutschland, ich sag mal, luftfahrwirtschaftlich abgehängt wird, weil andere Länder Milliarden an Subventionen in ihre Flugbetriebe und in die Luftfahrbranche stecken würden und Deutschland eben nicht. Und das sei ein ganz großes Problem für die Branche und Deutschland sollte viel, viel mehr die Luftfahrt subventionieren. Ja, also zum Beispiel das Flugbenzin nicht steuerfrei machen, sondern einfach kostenlos zur Verfügung stellen. Wie wäre es denn damit? Ja, genau, klar. Easy. Kein Problem. Ja, also ich fand das auch total geil. Und dass er dann gesagt hat, dass die, also was ich, den Satz, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, dass diese Leute gar nicht wissen, dass das ihre Zukunft versaut. Weil allein der Flugverband hat jetzt eine Dreiviertelmillion Euro Forderung, was ich persönlich relativ wenig finde im Verhältnis. Aber es kommen ja noch die Flughafenkosten dazu und Rechtskosten, lalala. Und ich fand das so krass. Ich weiß nicht, ob der das wirklich meint, aber natürlich weiß doch jeder, der sich auf dem Flughafen, auf dem Fluggelände setzt, dass das der Fall sein wird. Und die meisten haben ja auch ein P-Konto, also ein Pfändungsfreies-Konto und so weiter. Und dass die sich die eigene Zukunft versauen. Und da fand ich wieder dieses Boomer-Framing so geil. Ja, wenn du finanziell keine überragenden Aussichten hast, aber du hast ja immer noch gute. Wenn du in Deutschland 1400 Euro verdienst, was ja P-Konto ist, bist du ja im Weltvergleich immer noch absolut prima. Und dass der einfach dieses Klima-Framing komplett nicht hingekriegt hat. Es ging halt einfach nicht. Oder? Ja, das ist auch der zweite Punkt, den ich sagen wollte, der mir aus diesem Interview im Kopf geblieben ist. Das fand ich auch so krass, das ist ja, ich meine, es ist ja nicht überraschend, ne? Das ist halt genau dieser Sprech und dieses Bild von, ach ja, die kleinen unfähigen Mäuschen, die nicht wissen, was sie tun. Also das ist ja Genau. eine totale im Prinzip Degradierung von dem Anliegen durch eine Degradierung der Personen. Genau, und ich höre da so ein bisschen so die Gegner der Suffragetten so raus, so in Preußen oder so. Ja, die Weibsbilder da, ne, die hier irgendwie aufmucken und so, die soll man zurück an den Herd. So ein bisschen, ne? Das ist so das nur Ja. jetzt 100 Jahre später. Ja, total. Oder 120, ja, genau. Und was ich auch krass fand, er hat sich im Interview selber noch widersprochen und meinte, wir überlegen uns jetzt, ob wir überhaupt noch in Deutschland landen wollen. Drama, very much. Und im nächsten Absatz sagt er, dass Süddeutschland der meist durchflogene Raum der Welt ist. Was ich ziemlich krass fand. So, kleine Diskrepanz irgendwie. So. Ja, voll. Naja. Voll. Ja, da ist, also da kann, ich glaube, an dem Interview kannst du halt wirklich wieder so jegliche Form der populistischen Hetze und Angstmache einer Zeitung und eines im Prinzip mehr oder weniger Lobbyverbandes ablesen, ne? Also Also zwei Lobbyverbänden im Grunde genommen. Bitte? Also zwei Lobbyverbänden im Grunde genommen. Die Springer ist ja auch fossile Lobby. Also, ne, die Welt ist ja nichts anderes als ein Werbeprospekt für Autos. Mit so ein bisschen Ja. Pseudojournalismus. Ja, also eine Degradierung von im Prinzip Gegnern und von gegnerischen Anliegen, also absolute Angstmache gegenüber der Bevölkerung oder der Otto-Normalbevölkerung. Ja. Aber ich glaube, Das was ist halt ja. was wichtig ist, da einfach im Auge zu behalten ist, dass diese Flughafenproteste, die waren international und die haben richtig Remi-Demi gemacht jetzt auch. Ne? Man kann ja sagen, die Protestform gefällt uns jetzt auch nicht und so weiter und so fort. Aber es hat für das Anliegen auf jeden Fall ganz viel gebracht. Ich möchte mal eine Frage stellen. Ich habe eine Meldung gelesen. Wie beurteilst die so beurteilst die so aus Klimakampfsicht, aus sonst was Sicht? VW will keine Autos mehr verkaufen, sondern nur noch leasen. Und sie meinen, damit geht der Umstieg auf Elektro schneller. Was hältst du davon? Das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht bewerten, weil ich nie so ganz verstanden habe, was das Konzept des Leasings ist. Ja. Ja, weniger Nerven, Fixkosten, sonst was, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also du musst halt keine Versicherung machen und alles ist drin und lalala und du kriegst auch immer den neuesten und ich weiß es nicht. Und das war auch wirklich so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, also so aus dem Impuls raus, lieber besitzen, aber Autos besitzen ist ja Quatsch.
Und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber wenn du es auch nicht weißt, dann werde ich es wohl weiter nicht wissen. Ich habe keine Ahnung. Leider. Also, aber wo ich dir recht gebe, ist natürlich, also wir haben, glaube ich, in der letzten Folge auch drüber gesprochen, dass ich diesen Flughafenprotesten sehr, sehr kritisch gegenüberstand. Ja. Beziehungsweise stehe. Aber jetzt so im Nachhinein finde ich es schon auf jeden Fall eine krasse organisatorische Leistung, dass das sich ja wirklich über diverseste Ländergrenzen hinweggezogen hat. Genau. Diese Proteste und wirklich auch ja eben koordiniert in verschiedenen Ländern des globalen Nordens, to be honest, aber halt diese Blockaden stattgefunden haben. Das ist, glaube ich, schon was in so in, also was es ja nicht so oft gibt. Nee, genau. Diese länderübergreifenden, abgesprochenen Proteste und Strategien. Genau, und das seht ihr auch hier auf diesem Kanal natürlich. Jetzt haben wir so ein bisschen Sommerpause, aber wir posten sonst auch sehr viel aus anderen Ländern. Und das ist ja auch gerade wichtig, dass diese Klimabewegung internationaler wird. Und ich sage jetzt nicht internationalistisch, damit es nicht zu schlimm klingt und niemand Angst kriegt. Aber okay, was haben wir denn noch auf der Liste? Ja, wo du international sagst, also viel von diesem Protest, das ist ja auch eben eine Kritik, die es immer wieder gibt, ist, dass sie ja sehr, sehr weiß, sehr, sehr westlich geprägt ist. Und was mich in den letzten paar Wochen doll beschäftigt hat, ist, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen, es gibt ja seit Monaten Proteste von vor allem der studentischen Bewegung und jungen Leuten in Uganda. Ja. Die eben auch vernetzt sind mit Menschen hier und daher kommt es auch immer wieder hier irgendwie an. Das sind die Students Against IACOP. Mhm. Da geht es um den Bau einer Gaspipeline, beziehungsweise einer Pipeline eben durchs Land. Und ich weiß nicht, ob du da Bilder oder so geteilt hast oder die Videos, aber das fand ich heftig. Da wollten so um die 50 Leute auch sowas eigentlich wie einen Protestmarsch machen. Mhm. Und bis auf zwei Personen sind tatsächlich sozusagen alle am Startpunkt schon weggecatcht worden. Mhm. Die wollten einfach nur eine Demo basically machen, ne? So wie ich es verstanden habe. Und zwei Personen konnten sich da aber eben rauswursteln. Und dann sind da so zwei junge Männer mit so einem großen Banner, so ganz motiviert und so richtig emotional, fand ich das Ganze einfach auch im Video. Mhm. Da sind die Straße lang gelaufen mit so gefühlt 20 Kameras um sie rum und wollten halt eigentlich zum Parlament und da sozusagen ankommen. Und dann wurden diese zwei Männer, die da so sich rausgemogelt haben und dann da noch ein paar hundert Meter diese Straße entlang gelaufen sind, von so wirklich so in militärischen Anzügen, irgendwie Sicherheitskräften, Polizei, ich weiß nicht, was es für eine Behörde war, weggetackelt worden, mehr oder weniger. Die wurden viel eben im Zuge dieser internationalen Öl-Flughafen-Oil-Kills-Kampagne geteilt. Ja. Nee, ich glaube, die haben wir noch nicht geteilt. Das muss ich da nochmal machen. Also wir haben was darüber gemacht. Ich war auch mal auf einer Demo, als die hier waren. Ich weiß noch, das war ganz, ganz eindrucksvoll, weil da war ein Redner, ja. Der war so, also der hatte so Martin Luther King-mäßige rhetorische Figuren drauf, was ja in Deutschland so, deutsche Redner sind ja wirklich so unfassbar schlecht meistens leider. Das ist irgendwie eine Temperamentfrage und das war richtig mitreißend, das weiß ich noch. Nee, aber von dem Vorfall habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Krass, okay. Und kannst du noch kurz erzählen, was mit dieser Pipeline genau ist, wieso die so schlimm ist? Ihr müsst es mal nachlesen. Das ist im Prinzip einfach eine Pipeline, die auch dort wieder ne, durch diverseste Naturgebiete und so gebaut werden soll. Mhm. Ich glaube, es gibt wenig Pipelines, die eben auch wirklich kein Auslauf und sonst was irgendwie haben. Also ja. Ich will nichts Falsches erzählen, aber das Ganze ist eben in Kooperation von der ganzen Oil-Kills-Kampagne und ich meine, es hat eben für die Menschen dort nochmal eine völlig andere Relevanz, eine völlig andere Alltäglichkeit, ja. Einen völlig anderen Kontext, als wenn wir hier irgendwie Straßen blockieren, weil wir sagen, Metaebene Klima. Mhm. Ja, da hast du voll recht und ich glaube, was halt auch gut ist, ist, dass man da sieht, dass wir wirklich alle in einem Boot sitzen, also gerade angesichts des krassen Rechtsrucks hier und den zerstörerischen, katastrophalen Wahlen, die wir in ostdeutschen Bundesländern haben werden, dass die Klimakatastrophe eben nicht diskriminiert im Gegensatz zu Menschen, ne, und dass wir da alle gefickt sind, mehr oder minder. Naja, aber eben genau das ist ja nicht der Fall, also mein Argument sprach ja eigentlich gerade genau dagegen, dass eben wir, was das angeht, nicht alle im gleichen Boot sitzen. Also klar, Perspektive schon so, ne? Genau, das meine ich. Also auf lange Sicht. Weil wir eine Welt haben. Mhm. Klar, aber es hat eben eine viel krassere
Aktualität und eine völlig andere im Prinzip Verantwortlichkeit einfach von eben uns hier und den Menschen dort für diese Krise, in der wir stecken. Ja. Ja, dem stimme ich total zu. Da wollte ich gar nichts gegen sagen. Nur ganz langfristig, dass wir dann da sind. Ich bin ja auch, ich habe zwei Videos gemacht, eins, was so ein bisschen kontrovers war, wo ich einfach gesagt habe, ey, ich mag Tornados, weil die treffen zu 99% da ein, wo die Leute sitzen, die verantwortlich sind für die Klimakatastrophe. Irgendwie, ne? Irgendwelche weirden Midwest-Texas-George-Bush-artigen Leute, die halt irgendwie, ja, fossile Energien abfeiern. Da, ehrlich gesagt, also es ist immer schade, wenn Leute, ne, von irgendwas getroffen werden. Aber ehrlich gesagt, ist das mir so lieber, als wenn da irgendwo in, keine Ahnung, Bangladesch mal wieder 1 Million Leute ertrinken, weil eben, ja, das Wasser steigt oder so. Aber ja, kontroverse Meinung und auch keine LG-Meinung, aber meine. Ja. Aber ja, mit destruktiven Sachen löst man ja eh nicht so viel. Ja, ja. Genau. Also das ist noch so eine Sache, die auf jeden Fall auch wichtig war. Ich weiß nicht, bei mir ist jetzt noch so ein bisschen Sommerpause, ehrlich gesagt, was Klima angeht und so weiter und so fort. Eine Sache will ich vielleicht noch erwähnen, die ist jetzt so ein bisschen off-topic. Bist du schon alt genug, dass du dich begeistern kannst für die Oasis Reunion? Für die was? Oasis Reunion. Oh, ich mag die Musik von Oasis richtig gerne, aber ich wusste nicht, dass die jetzt eine Reunion haben. Haben sie. Und die Karten sind am Samstag um 10 zum Verkauf. Ihr könnt die kaufen, sobald ich für meinen Freundeskreis ein paar gekauft habe. Nein, Quatsch, aber da dann auch nochmal der Aufruf. Die sind natürlich nur in England und da kann man von Berlin aus perfekt mit dem Nachtzug nach Brüssel und ist dann in 2,5 Stunden in London oder und von da ist es ja relativ kurz nach Manchester oder whatever, wo man da halt hin will. Und an alle anderen auch. Fahrt einfach nach Brüssel und dann nehmt den Eurostar. Kleiner, wir sind ja auch ein Mobilitäts-Self-Help-Podcast, ne? Voll. Genau. Könnt ihr dann alle auch noch mal einen Abstecher machen, weil wir haben ja noch gar nicht gesagt, warum ich diesen Podcast verlasse. Ja, komm, dann machen wir jetzt hier. Die letzten 10 Minuten ist jetzt, komm, das ist jetzt deine Zeit. Ja. Mach mal deinen Safe Space hier. Ihr könnt dann alle auf dem Weg nach Manchester oder wo auch immer hin vorbeikommen, weil zwar nicht nach Brüssel, aber ich verlasse dieses Land. Ich ziehe eine bestimmte Zeit nach Belgien. Nach Belgien, in das schönste Land der Welt, das funktionierendste Land der Welt. Genau, und deswegen eben auch, ich bin ja, wie gesagt, ich werde weiterhin auch beim Rats aktiv bleiben. Yay. Aber es beginnt für mich nochmal eine sehr andere Zeit. Ich verlasse eine Weile Leipzig und muss mal ein bisschen andere Luft schnuppern. Es gibt dort ein anderes Thema, mit dem ich mich jetzt mal eine Weile befassen werde und ein bisschen meinen Lebensschwerpunkt verlager. Und deswegen kam es mir wie ein guter Zeitpunkt vor, auch diesen sehr unregelmäßig hochprofessionalisierten Podcast mal einen Abschluss zu geben nach einem Jahr. Ah, das ist doch toll. Nach Flandern oder Wallonien? Also man spricht dort Flämisch, habe ich gestern rausgefunden. Aha, okay. Also ziehst du quasi in den Westen. Das ist ja so ungefähr so, ist zwar da eher Nord-Süd, aber so Flandern ist ja so ein bisschen die reichere Gegend und Wallonien ist so ein bisschen die Industriebrache und so. Aber auch super geil, ich kann Charleroi empfehlen, wenn du so Ruinentourismus magst. Ja, ich muss sagen, also mein Plan hat sich auch nochmal hochgradig verändert, weil bis vor einer Woche dachte ich noch, dass ich in wenigen Tagen nach Spanien ziehe. Ach stimmt, das hast du erzählt. Du hast recht. Ja, genau. Turns out, es wird eben nicht Spanien, sondern Belgien. Ja, ist ja auch viel schöner. Deswegen, ich bin noch sehr verloren. Ich weiß nichts. Ich lasse alles ganz auf mich zukommen und mal schauen, was passiert. Das ist ja geil. Ja, ist ja cool. Okay, also vielleicht schaue ich da vorbei, wenn ich da mal rüberfahre. Ich habe mir sowieso gedacht, ich mache jetzt auch mal was Neues. Komm, jetzt machen wir einfach hier noch so ein bisschen Private Time und so. Es gibt ja dieses, kennst du dieses Flat Swap, wo du einfach einen Monat mit irgendwem tauschen kannst, die Wohnung irgendwo auf der Welt? Aha. Ja, und sowas habe ich mir mal überlegt, weil November in Deutschland ist ja eh scheiße. Irgendwo im Mittelmeerraum, ich meine, da ist ja im Winter keiner, aber ich glaube, im Winter ist es da deswegen gerade angenehm. Und da hat man auch dieses merkwürdige Ding namens Licht vielleicht noch und so, lalala. Und ich überlege mir, das mal zu machen. Warum nicht? Geil.
Ja, also ich meine, es ist natürlich auch ein großes Thema. Ich weiß nicht, es gab, um nochmal hier Private Time wieder ein bisschen den Bogen doch zurückzuspannen. Es Okay. gibt ja immer diese Aussage, die ich auch 100 Mal getätigt habe, dass wenn man irgendwie die diversen Krisen einmal so an sich rangelassen hat, dass man dann sozusagen sein eigentlich gar nicht anders kann, als permanent Widerstand zu leisten oder politisch aktiv zu sein oder schlag mich tot. Ja. Und da ist natürlich auch eine Wahrheit drin, aber genauso gut muss man ja auch einfach selber sich so viel Gutes tun und so viel Stabilität sozusagen haben, dass man das kann. Genau, und ich finde, wie Lea Bonacera ja in ihrem Buch gesagt hat, man soll sich total ausbrennen immer und völlig tot machen. Nein, eben nicht. Man muss es halt so machen, dass man es gerade kann. Aber ich finde, das gibt auf lange Sicht, wenn du ein Ziel hast und diesen Widerstand, der auch produktiv ist, fortsetzt, gibt das irgendwie so eine ganz tiefe Befriedigung im Leben, die sonst, glaube ich, nur irgendwie Leute haben, die an Geister glauben oder so, in Fachkreisen religiöse oder irgendwie sowas. Nur halt in echt, ne? Ja. Und es gibt auch so ein richtig geiles, mir fällt gerade leider nicht ein, wie es so wirklich heißt, aber das heißt so ein bisschen, so geht so in die Richtung, so the resistance of sleeping und so, wo es im Prinzip einfach wirklich darum geht, dieses krasse sich selber zu verschleißen und zu aufzuopfern und im Prinzip diesem krassen Bild von kapitalistischem Nutzen, Arbeit und so und Produktivitätsgedanken entgegenzuwirken und dass die größte Resistance ist, einfach genug zu schlafen und zu chillen manchmal. Ja, ist ja so Bartleby, I prefer not to, ne? Geht auf jeden Fall. Ich kenne auch Leute, die das machen. Meine Art des Widerstandes ist es nicht. Ich bin eher so hyperaktiv gegen das Unrecht, so auch gerne bis zum Burnout oder ja, kurz drüber. Aber nein, ich glaube, es hat beides auf jeden Fall. Was das Tolle ist, wenn es genügend Sleeper-Resistance-Leute gibt, dann ist das ja auch gut für alle anderen. Ja, es braucht wahrscheinlich ein paar ausgeglichene Leute, um die Unausgeglichenen aufzufangen. Genau, so in etwa, ja. Ich war auch manchmal ganz froh, dass es die gab, auf jeden Fall, ja. Ja, ich werde mal gucken, wie viel ich in Belgien schlafen werde. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer hier meine Position übernimmt, Christian. Ja, nein, das kommt drauf an, jetzt ob Kamala die Wahlen gewinnt. Wenn nicht, dann würde ich die gerne für den Podcast einspannen. Ansonsten wird es halt Sarah Wagenknecht. Und dann beschimpfe ich die ganze Zeit nur. Oh je, Mine. So Kurt Krömer, du kannst auch so einfach so umschwenken und Kurt Krömer-Style-Podcasts ab jetzt machen. Ja, oh Gott, die alte Kackbratze, ne? Naja. Aber ja, ich bin selber gespannt, es ist noch nicht ganz klar. Wir werden erst ein paar Interviews machen, so durch die Schranken weg und danach wird sich's auf irgendwen einpendeln. Ja? Schön. Ja, es war Genau. mir eine Freude, hier dein Sidekick zu sein. Auf jeden Fall, es war mir ein Freude, dein Sidekick zu sein. Ja, und dann wünsche ich dir noch viel alles Gute in Belgien. Ich wünsche dir noch viel Glück bei der Verfassungsbeschwerde und im Namen des unignorierbaren Teams und allen Hörern da draußen vielen Dank an dich nochmal und ganz viel Glück, ja? Dankeschön. Okay, ihr kriegt Bis. da draußen eine Folge im September mit Malte, da könnt ihr euch schon drauf freuen, die ist schon aufgenommen und ich komme Ende September zurück und dann kriegt ihr die nächsten Podcasts. Der Kanal geht aber weiter, Videos geht weiter, das Team arbeitet weiter. Okay? Lilly und an euch da draußen, macht's gut, kämpft weiter. Oh ja. Tschüss.